Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Char mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Super Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir den Boss besiegt, ja, mit Peach ein kleines Abenteuer erlebt und heute wollen wir mit Mialon reden. Das klingt auch nach einem Plan, also tun wir das auch. Dann können wir das später ein bisschen die Stadt erforschen. Nun, werte Freunde, habt ihr da ein reines Herz gefunden? Oh, welch Glanz. Dies ist für wahr ein Teil des reinsten Herzens. Ja, wir haben Melumina getroffen. Sie hat es uns gegeben. Was? Lady Melumina? Sie ist eine meiner Vorfahren. Melumina und die ihr folgten, errichteten diese Stadt. Ihretwegen sind wir hier. Meister Merlon, schlimme Neuigkeiten. Was ist los? Beruhige dich erst einmal. Da ist ein Mädchen vom Himmel gefallen. Wie? Ein Mädchen ist vom Himmel gefallen? Was in aller Welt Namen? Keine Ahnung, bitte nehmt den Aufzug und zieht sie euch an. So soll das geschehen. Und du, Mario, kommst mit. Vielleicht wird deine Hilfe benötigt. Ein Mädchen ist vom Himmel gefallen. Wer das wohl sein mag? Kann ich eigentlich das Licht der Prognostik... Oh, ich kann. Das Licht der Prognostikon. Die Ältesten erschufen es, um gegen das dunkle Prognostikon zu kämpfen. Es beschreibt genau, was der Held tun muss, um die Welt zu retten. Joa, sehr schön. So, Leute, jetzt... Heute ist es soweit. Heute werden wir erfahren, warum Super Paper Mario trotzdem so ein richtig cooles Paper Mario ist. Naja, nachdem wir Merlon hinterherrennen. So. Ist das der Aufzug? Ich glaube schon. Ist hier nicht noch irgendwo das kleine Kind? Mit der Sidequeste? Das war doch hier irgendwo. Na egal. So, Flipstadt, Ebene 3. Oh nein, wir kennen sie doch. Ja, also ich schaue wieso den Turm an und auf einmal kommt sie gefallen. Sie kommt mir nicht im geringsten bekannt vor. Wer könnte das sein? Was ist los? Prinzessin Peach? Das ist also die Prinzessin, die Graf Knickwitz entführt hat? Die Arme scheint so einiges hinter sich zu haben. Sie ist bewusstlos und sie zittert wie Esslaub. Woran könnte das liegen? Oho, ich weiß es. Mario, du musst zu Safrania, der Köchin auf der ersten Ebene von Flipstadt, gehen. Eine warme Mahlzeit wird das arme Mädchen sicher wieder auf die Beine bringen. Wenn sie wieder munter ist, können wir die Prinzessin fragen, was passiert ist. Also los, geh zu Safrania, der Köchin auf der ersten Ebene. Weißt du, Hauptsache, sie lassen sie einfach auf dem Boden liegen, auf der Straße und sagen nicht so, vielleicht sollten wir sie in ein Bett bringen. Ne? Was sagst du denn? Hey, weißt du, was mit dem Himmel los ist? Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Ah, ist okay, kleines Kind, mach dir keine Gedanken über das Schicksal der Welt und so ein Kram. Das ist... Oh, eine Holle die Waldfee. Stimmt, hier war ja was. Aber ihr seht, das Loch im Himmel ist ein bisschen größer geworden. Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen mit den Herzen, aber hey. Wir folgen einfach der Story. Oh Gott, ist das unbequem. Ich meine, ich finde es ja schön, dass unser Wohnzimmer jetzt cool ist und dass wir eine super tolle Couch haben, auf der man super toll Nickerchen machen kann, aber... Ach ja. Naja. So. Oh, ich wollte eigentlich nicht rein. Hallo. Tschüss. Ich habe mich in der Tür geirrt. Tut mir leid. Auch wenn da ein Schild mit einem Bett drauf ist. Es könnte ja ein Essensladen sein. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, heutzutage verkauft man in Coops alles Mögliche. Nicht nur Essen. Ich glaube, ich muss noch ins Tiefer. Nein, lass mich bitte tiefer gehen. Das ist die zweite Ebene. Dieser Aufzug bringt dich zur ersten Ebene.
Auf der ersten Ebene ist viel los. Safranis Restaurant ist besonders empfehlenswert. Es gibt da sehr gutes Essen, also solltest du unbedingt mal reinschauen. Oh ja, da gehen wir jetzt auch hin. Hm. So. Aber wie gesagt, ich liebe halt diesen Artstyle hier. Ah, das. Es ist so cool. Ich frage mich eigentlich. Oh. Ich darf nicht in den Brunnen springen. Ist okay. Es ist ein alter Typi. Na, was geht? Oh, hallo, liebste Gisella. Ist das Essen fertig? Was? Du bist nicht Gisella. Bist du Urgroßmutter? Nicht ganz. Deine Frau ist doch im Haus. Guck mal, die ist da. Die ist ziemlich orange. Na? Kennst du meinen Walter? Der Arme. Seine Augen sind nicht mal die besten. Er kann Leute nicht mehr gut unterscheiden und schreit herum, wenn er Hunger hat. Aber ich muss zugeben, wenn er wütend wird, ist er ein tolles Mannsbild. Ja. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hm. Das sieht ein bisschen nach Restaurant aus. Ich weiß auch nicht, warum. Gehen wir da rein. Na, hallo. Was geht denn? Das ist ein großer DS. Noch so einer von den alten. Oder ist das der DS Lite? Das ist der DS Lite, weil der ganz, ganz erste DS, der hatte über dem Steuerkreuz hier den Power-Schalter. Warum ich das weiß, ratet mal, wie öfters, wenn er panische Spiele gespielt hat, auf den Power-Schalter gekommen ist. Genau, nicht Charo. Sie macht sowas nicht. Willkommen in der süßen Verführung. Mein Essen wird ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, Herzchen. Was? Eine Freundin von dir ist kalt, bewusstlos auch noch? Oh je. Das klingt, als bräuchte sie eine Portion Pfeffersuppe, Herzchen. Ich brauche nur einen Feuerstoß, dann mache ich ihr ein heißes Süppchen. In manchen Läden kannst du einen Feuerstoß kaufen, also sieh dich mal um. Bring mir einen Feuerstoß und ich mache dir eine zünftige Pfeffersuppe. Oh, sieht ganz so aus, als hättest du schon einen Feuerstoß. Du bist ganz schön auf Zack. Gib mir den Feuerstoß und ich bereite die Suppe zu. Hier, nimm den Feuerstoß. Ich soll dir also eine Speise bereiten mit Feuerstoß? Ja, das... Eine Pfeffersuppe. Komm sofort, Herzchen. Ich muss sagen, ich finde Rackle-T von den ganzen Köchinnen immer noch am besten. Sie war einfach super. Gott, Rackle-T ist eine Legende. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie genau richtig, Herzchen. Verwende feuerfesten Löffel. Halt 8 KP und Vergiftung. Lass deine Freundin auf die Beine und zum nächsten Wasserhahn bringen. Bring sie ihr so schnell du kannst, Herzchen. Zum nächsten Wasserhahn. Wenn was scharf ist, so Capsaicin scharf, sollte man eigentlich kein Wasser trinken, sondern irgendwas Milchiges. Das macht das Ganze dann weniger schlimm. Oh, ein Riss. Nein, wir wohnen eigentlich hier dran. Ein Künstler. Na, hallo. Oh, dieses Stil. Ist das, was die Leute ihn nennen? C'est formidable. Ich werde ihn für meine nächste Kreation verwenden. Ah, oui. Ich brauche noch mehr Ideen für die perfekte Bild. Es ist garantiert ein Künstler. Papa lässt sich leicht von den neuen Trend beeinflussen. Man hat gesagt, ihm fehlt eine Vision. Aber wo ist ihr Problem? Es ist eine gute Frage. Wenn er inspiriert ist, das ist ein glücklicher Künstler, die machen Dinge. Uninspirierte Künstler sind dann entweder unproduktiv, die machen nichts, oder... Sie malen trotzdem Dinge, auch wenn sie uninspiriert sind. Das sind dann die Künstler, die sich dazu zwingen können, zu malen. Ah. Welche Sorte? Ich bin ja, wenn ich Zeit habe, bin ich sogar die uninspirierte Sorte. Das ist egal, ob ich Inspiration habe oder nicht. Dann darf ich malen. Aber dass mit der Zeit sowieso knapp ist, komme ich nicht mal dazu, meinen Pinsel zu schwingen. Weil den Pinsel habe ich schon jahrelang nicht mehr geschwungen. Tablet-Pen zu schwingen. So. Ich merke gerade... ja, das ist gerade was umgefallen. Ist okay. Nichts ist passiert. Ich merke gerade, dass das wieder eine kurze Aufnahme wird. Meine Stimmbänder. Hier, Peach. Eine deftige Pfeffersuppe. Nee. Oho, scheint funktioniert zu haben. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade etwas sehr Leckeres gegessen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr von so gutem Essen geträumt. Oh,
Mario, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier? In Flipstadt. Okay. Und wer seid ihr? Ich bin Merlon, meine Liebe. Dieses Wesen ist ein Pixel. Ihr Name ist Tippi. Kommt bitte in mein Haus. Ich wäre dankbar, wenn ihr uns dort mehr erzählen könntet. Hauptsache, der NPC wird einfach komplett ignoriert, der andere. Dann warte ich auf unser Mario. Euch und Tippi. Nun, meine Liebe, eure Geschichte ist voll Leid und Not. Oh Mario, was denkst du, ist mit Luigi und Bowser geschehen? Einfach nicht nachfragen. Einfach nicht drüber nachdenken, okay. Du hast wohl recht, es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich hoffe nur, dass sie in Sicherheit sind. Merlon, was sollen wir als nächstes tun? Ein reines Herz weiß den Weg zum nächsten. So steht es geschrieben. Es gibt in Flipstadt auch weitere Herzsäulen. Findet ihr eine davon, müsst ihr ein reines Herz in der Säule platzieren. Dann erscheint in der Tür zur nächsten Welt, in der ein reines Herz versteckt ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass die nächste Tür euch zu Merlee bringen wird. Oh, das ist das Kapitel, super. Wieso wusstest du dich, ist auch Merlee eine Älteste. Ja, es heißt, dass Merlee seit langem einen uralten und geheimen Schatz bewacht. Wenn ich mich nicht irre, müsste dieser Schatz das nächste reine Herz sein. Das lichte Prognostikon spricht weiterhin von ihren magischen Kräften. Also müssen wir diese Merlee finden, richtig? Oho, wollt ihr etwa mitgehen? Ihr solltet euch schon, ihr seid doch schwach und es könnte gefährlich sein. Aber ich kann doch nicht hierbleiben und die anderen alle Welten retten lassen. Außerdem ist die Lehre am Himmel meine Schuld. Meine und Bowsers. Also komme ich mit. Punkt. Ich habe mich entschieden. So, Peach begleitet dich jetzt, ob es dir gefällt oder nicht. Finde ich gut, Peach. Finde ich gut. Jetzt kannst du nicht nur Mario, sondern auch Peach steuern. Wir müssen wohl die nächste Herzsäule finden. Diese Prinzessin ist dickköpfig. Wie überaus erfrischend. Bitte nehmt dies mit euch. Ein alter Schlüssel. Öffnet eine Tür irgendwo in der Stadt. Es gibt in dieser Stadt Geheimnisse, die nicht aber ich kenne. Dies könnte der Schlüssel zu einem davon sein. Im wahrsten Sinne. Entschuldigung. Des Wortes. Sucht nach dem Ort, an dem ihr diesen Schlüssel verwenden könnt. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Ort nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Ich werde weiter im lichten Prognostikon nach Hinweisen suchen. Sicherlich birgt dieses alte Buch noch viele Informationen. Nun, Mario, Prinzessin Peach, versucht alles, um die Pläne des Grafen zu durchkreuzen. Also los, Mario, komm mit Tippi. Alright. Wir dürfen jetzt Peach sein. Als Prinzessin Peach kannst du ihren Schirm auf verschiedene Weisen einsetzen. Halte im Sprung 2 gedrückt, um schwebend langsam nach unten zu gleiten. Außerdem kannst du das Steuerkreuz nach unten rücken, um dich vor Angriffen zu schützen. Um einen anderen Charakter zu steuern, wähle ihn im Menü unter Charaktere aus. Oh yeah. Gab es nicht sogar noch ein Schnellmenü? Es gab doch ein Schnellmenü. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall müssen wir jetzt diese Tür finden. Wir müssen ein Schloss finden. Eh schon gehört. SASA, das Loch weiter weg, sind wir erledigt. Zum Schieflachen, was die Leute sich so ausdenken. Merkt euch den Typen. Der wird im Laufe unseres Abenteuers immer weniger optimistisch, bis er merkt, oh, da ist ja was dran. Scheiße gelaufen. So. Warum bin ich schon so müde? Weil ich gestern bis 7 Uhr morgens wach war und Pokémon gespielt habe, deshalb. So, Leute, ahmt mich nicht nach. Pokémon bis 7 Uhr morgens spielen ist eigentlich an sich nicht unbedingt die klügste Idee. Aber heute ist ja Wochenende, also darf man das. Aufzug wird repariert, nicht einsteigen. Joa, das ist doch mal ein Wort. Ich glaube, wir müssen... Wir wechseln mal zu Mario. Mit Mario kann ich nicht reden. Hier ist nichts. Da, wo der Riss ist, kommen wir vorerst auch noch nicht durch. Das heißt, ich frage mich aber immer noch,
wie die Leute zwischen den verschiedenen Seiten der Flipstadt wechseln. Als in... Nein, ich wollte hier den Lift. Verdammt. Ich wollte doch nur nach vorne gehen. Tadam. Naja, wenigstens ist es kein Mass Effect Aufzug. Es könnte schlimmer sein. Die Leute denken sich, man, dieser legendäre Held, der ist ja schon ein seltsamer Stübi. Der geht einfach hoch und runter, hoch und runter. Hm. Ah. So, jetzt gehe ich weiter. Jetzt drehe ich die Welt. So. Ja, da ist es ja auch das Schloss. Sehr schön. Ja, wenn das in 3D-Welt ist, dann kann der Typ hier auch nicht davon wissen. So. Gut. Jetzt sind wir hier. Wenn man sich hier umdreht, passiert absolut gar nichts. Ist hier wirklich nichts? Scheinbar nicht. Okay. Dann gehen wir zurück und gucken, wo wir denn die nächste Säule finden. Die sollte eigentlich relativ nah dran sein. Das heißt dann, beim nächsten Mal geht es in eine neue Welt. Ja gut, da kommen wir auch so nicht durch. Schade. Wir können auch keine Stampfattacke machen. Leider. Findet man doch ein bisschen schade, aber das konnte man in anderen Paper Mario auch nicht einfach so. Ja. Keine Angst, Leute. Ich hab das unter Kontrolle. Ich liebe diese Ruinen. Die sind so hübsch. So, mal gucken, ob das jetzt in die Richtung ist oder ob hier nur... Ja gut. Hier können wir noch nichts machen. Weil wir noch keine Stampfattacke können. Oder einen Hammer haben. Beides wäre hilfreich. Ich weiß gar nicht, ob man hier... Wahrscheinlich kriegt man einen Hammerpixel. Ich mag mich da schon fast dran zu erinnern. So. Flipstadt E1 Außenbezirk. Haha! Das war jetzt natürlich Absicht. Ich habe doch gewusst, dass hier was ist. Oh, mehr Lieblichkarte. Hust. Das war nicht einfach so, kommt hier nicht gleich ein Abgrund? Oh, da ist er ja. Merlon-Karte. Nein, Leute, das war gewusst wie. Ich kenne das Spiel ja. Ist zwar ein paar Jährchen her, seit ich das gespielt habe. Oh, cool. Aber hey. Bonk. Was steht denn da? Hey, Held! Du kommst nicht weiter, versuch's mit Tränen. Ja, das ist ja cool, das ist ja nett. Dort ist sie auch, die Herzsäule im Hintergrund. Ja, schön. So, da kommen wir natürlich leider nur als Peach weiter. Wobei, was heißt hier leider? Ich will die Punkte. Danke. So. Das ist natürlich zuerst mal als Mario da hoch. Bevor wir dann als Peach weiterkommen. Der Mario kann zwar hochspringen und so, aber so weit kommt er dann doch nicht. Man könnte doch irgendwie in so ein kleines Menü. Egal. Und hepp. Und hepp. Ach, das ist so super. So. Und da sind wir auch bei der zweiten Herzsäule. Oh, ich liebe diese Animation. Die ist so hübsch. Warum man sich das ausgedacht hat. Die Personen sind super. Alright, das heißt, jetzt wieder zu Mario wechseln. So. Man konnte auch irgendwie das Menü rein. Ja, ich gucke das mal dann aufs Screen nach. Wenn ich es denn nicht wieder vergesse.
So wie ich viele Dinge vergesse. Wo geht's denn dahin? Ah ja, da kommen wir doch nicht durch. Da geht's nämlich erst später weiter. Njum. Und njum. Alright, ich würde mal sagen, wir begeben uns noch bis zu Merlons Haus. Da kann ich nämlich schon speichern. Und dann... Stimmt. Und dann beenden wir die Episode für heute. Und beim nächsten Mal geht's dann mit Peach in eine komplett neue Welt. Und zwar nach Kapitel 2. Und ich freue mich so sehr. Also Leute, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.